Okay, herzlich willkommen zum heutigen Webmaster Sprechstunden Hangout. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Webmaster Trends Analyst bei Google in der Schweiz und Teil von dem, was wir machen, sind diese Webmaster Hangouts. Sind schon einige Fragen eingereicht worden über YouTube, aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne loslegen mit Fragen von euch erst einmal. Wenn ihr wollt. Springt niemand los? Okay. Dann fangen wir mal an mit den Fragen, die so eingereicht worden sind. Wenn ihr zwischendurch Kommentare oder Fragen habt, einfach nur loslegen. Okay. Da fangen wir mal an mit zwei Fragen. Wie geht Google mit internen Links um, die auf einer Übersichtsseite doppelt, nämlich mal als Bildlink und mal als Textlink eingebunden sind? Wie steuert man den Link-Juice in solchen Fällen effektiv? Gute Frage. Wir sehen an und für sich beide dieser Links. Das heißt, wir sehen einerseits die Bilder, die verlinkt sind, und andererseits auch die Texte, die da so verlinkt sind. Und für die Links intern zum Weiterverfolgen ist es so, dass wir einfach die Links ja hauptsächlich brauchen, dass wir die einfach die anderen Seiten finden. Für den Anchor-Text, den wir verwenden, ist ja beim Bild normalerweise nichts direkt verbunden. Also nehmen wir dann einfach den Textlink, den wir da gefunden haben. Wenn ihr beim Bild noch Alt-Attribute eingebunden habt, dann können wir die natürlich auch nehmen als Anchor für diese Links. Wie soll man interne Footer-Links am besten aussteuern, damit der Link-Juice optimal verteilt wird? Intern No-Follow zu verwenden, macht ja keinen Sinn, aber da Seiten wie Impressum immer verlinkt werden müssen, fließt dort natürlich auch Link-Juice von jeder Seite ab. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Links keinen Link-Juice zu vererben und Google zu zeigen, welches die wirklich relevanten internen Links sind? Wir empfehlen anfänglich, dass man da nichts Spezielles macht, sondern dass man da eigentlich das ganz normal natürlich verlinkt intern. Wir können eigentlich sehr gut mit solchen Links umgehen, die zum Beispiel zum Impressum führen, die zu irgendwelchen Terms of Service oder sonstigen Richtlinien führen. Können wir eigentlich relativ gut umgehen, und das ist nicht so, dass man da irgendwas verliert, wenn man eine natürliche Linkstruktur innerhalb der Website hat. Von dem her würde ich eigentlich empfehlen, solche Sachen ganz normal zu verlinken. Also nicht unbedingt mit No-Follow, nicht, dass man die irgendwie verstecken muss, sondern ganz, ganz normal als normale Links anzuschauen und die normal zu verlinken. Es ist ja auch in der Regel so, dass wenn jemand nach normalen Inhalten sucht, nach irgendwelchen Produkten von euch, dann habt ihr ja Produkteseiten, die für diese Suchanfragen ranken können. Dann ist es ja nicht so, dass wir dann aus Versehen das Impressum zeigen würden, wenn jemand nach einem von euren Produkten sucht, sondern die sind an und für sich ganz normal verlinkt, und da muss man nichts Spezielles machen. Da noch eine Verständnisfrage. Stell dir vor, es gibt einen richtig bösartigen Typen, der kauft sich eine Domain, setzt auf diese Domain viele schmutzige Backlinks und leitet diese dann per 301 zu jemandem um, den er nicht mag. Kann man so einem Mitbewerber schaden? Der Mitbewerber hat so gesehen keine Chance zu erkennen, dass da irgendwas passiert. An und für sich sind wir da recht gut im Erkennen von solchen Situationen und ignorieren die eigentlich. Das heißt, in der Regel ist es ja ziemlich einfach zu erkennende Situation, dass man auf einmal da eine neue Domain dabei ist und dass sie auf einmal weitergeleitet wird auf eine bestehende Domain. Und das macht aus unserer Sicht eigentlich, verursacht keine Probleme. Wir ignorieren an und für sich solche Links, und speziell muss man da eigentlich nichts machen. Wenn man will, kann man mit der Disavow-Datei arbeiten. Ich würde sagen, in der Regel muss man da nichts machen, weil das sind so Standardsachen, die werden seit zig Jahren probiert und haben eigentlich in der Regel keinen Effekt. Ich nehme an, das ist bei allen Suchmaschinen so, dass solche Sachen längstens bekannt sind und dass man da eigentlich nicht irgendwie einen Schaden anrichten kann oder auch nicht einen Vorteil davon hat, wenn man das so macht.
Eine gleiche Build-URL wird einmal laut der neuen Search Console durch die Robots Text blockiert und einmal in der alten Search Console zugelassen. Handelt es sich hier um einen Bug? Ja und nein. Es ist so, in der neuen Search Console im Inspect URL Tool ist es so, dass dieses Tool nur für normale Webseiten gedacht ist. Das heißt, normale HTML-Seiten, die man als normale Webseiten indexiert haben möchte. Und wenn man andere Dateien dort einreicht oder versucht zu testen mit dem Tool, dann werden die als blockiert angesehen. Das heißt, einerseits sind das Bilder, dann auch JavaScript-Dateien, CSS-Dateien, solche Sachen, die eigentlich nicht normal indexiert werden müssen. Die werden an und für sich intern blockiert, damit sie auch gar nicht erst in der Websuche normal erscheinen. Und dementsprechend auch in diesem Tool, wo ja die Websuche emuliert wird, werden die auch als blockiert dargestellt. Das heißt, im Inspect URL Tool steht dann unter Umständen blockiert durch Robots Text zum Beispiel. Und eigentlich ist es eine normale Bilddatei, die nicht per Robots Text blockiert ist, aber es ist halt blockiert für die Websuche. Es ist nicht allgemein blockiert, sondern wirklich nur für die Websuche. Das heißt, ich sehe das ein bisschen als Bug an, dass es verwirrend ist, dass es nicht klarer in der UI ist. Aber an und für sich ist das aus unserer Sicht so gewollt, dass man da diese Sachen als blockiert anschaut, einfach damit sie nicht aus Versehen in der Websuche erscheinen. Gibt es Pläne, dass in Zukunft in der Search Console auch Informationen über Bilder angezeigt werden, wie es bereits zum Beispiel für Nutzerfreundlichkeit auf Mobile oder Logos der Fall ist? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob da speziell etwas geplant ist für Bilder in der neuen Search Console. Ich weiß, dass die Bildersuche für uns recht wichtig ist. Dementsprechend versuchen wir, das Webmaster auch irgendwie interessant zu machen. Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht einmal ein bisschen mehr Informationen über Bilder kommt in Search Console, aber mir ist da eigentlich nichts Spezielles bekannt. Bei einem News Publisher werden die Artikel über mehrere Seiten veröffentlicht. Insofern entsteht Duplicate Content zwischen all diesen Domains, die diesem Publishing-Unternehmen gehören. Dazu hat jeder duplizierte Artikel einen Canonical-Tag auf sich selbst. Wie entscheidet hier Google, welche Domain ranken soll? Ist es grundsätzlich schädlich für die Rankings allgemein, dass man denselben Artikel über mehrere Domains veröffentlicht? An und für sich passieren da zwei Sachen in einer solchen Situation. Das heißt, wir crawlen erstmal diese verschiedenen Artikel. Wir sehen, dass die Seiten insgesamt unterschiedlich sind. Das heißt, wenn jetzt ein Artikel bei verschiedenen Nachrichtenwebsites zum Beispiel veröffentlicht wird, dann sind die Seiten ja unterschiedlich. Dann sind das unterschiedliche Nachrichtenwebsites, die den gleichen Artikel haben. Das HTML der Seite ist unterschiedlich, der Hauptinhalt ist aber ähnlich oder vielleicht sogar gleich. Und was dann passiert ist, wir indexieren erstmal diese verschiedenen Versionen, weil wir sehen, dass die ja unterschiedliche HTML-Seiten sind. Und dann in der Suche, wenn jemand nach diesen Informationen innerhalb vom Artikel sucht, dann sehen wir relativ schnell, dass es ja die gleichen Inhalte wären. Also suchen wir eins dieser Seiten aus und zeigen die dann in den Suchergebnissen. Die Wahl der Seite hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es ist manchmal ein bisschen schwierig zu erraten im Voraus, welche Seite dargestellt wird. Aber was natürlich passieren kann, ist, wenn jemand gezielt nach einer Variante sucht. Das heißt, wenn jetzt, sag ich mal, eine Sportnachrichten bei einer Fahrradwebsite und bei einem Läuferwebsite veröffentlicht wird und wir sehen in der Suchanfrage, sucht jemand eher nach Fahrradinformationen zu diesem Artikel, dann nehmen wir vielleicht eher die Fahrradwebsite als die Läuferwebsite. Das passiert aber natürlich nicht immer, dass jemand gezielt so genau mit weiteren Informationen sucht. Das heißt, in der Regel zeigen wir einfach einen von diesen beiden an in den Suchergebnissen und blenden den anderen aus. Für das Ranking ist es insofern nicht optimal,
Weil einerseits müssen wir all diese Varianten ständig neu crawlen und neu indexieren. Wir schauen die Seite ja nicht nur einmal an, sondern versuchen die mehrmals anzuschauen, regelmäßig aktualisieren. Das passiert einerseits. Andererseits ranken diese Seiten für sich selber. Das heißt, jedes dieser Varianten könnte in den Suchergebnissen erscheinen und hat die ganzen Ranking-Signale für sich. Und die andere Variante hat eigene Ranking-Signale. Und dementsprechend gibt es wie eine Art Konkurrenz zwischen diesen Varianten. Die optimale Situation wäre, wenn man in solchen Fällen einfach mit dem Canonical-Tag arbeitet und dass man eines dieser Seiten als Canonical aussucht. An und für sich ist es egal, welches ihr nehmt, sondern ihr sagt einfach, das ist jetzt meine Hauptversion für diesen Artikel. Und was wir dann machen können, ist, wir konzentrieren dann alle Ranking-Signale auf dieses Artikel und zeigen dann das entsprechend ein bisschen besser in den Suchergebnissen, weil das sind dann einfach mehrere Signale, alles ist ein bisschen konzentriert. Wir sehen, dass das wirklich eine sehr relevante Seite ist zu diesem Thema und können die dann auch ein bisschen höher in den Suchergebnissen zeigen. Das heißt, vom Ranking her wäre es sicher optimal, wenn man mit dem Canonical das Ganze ein bisschen konzentriert, statt dass man die einzelnen Versionen für sich stehen lässt. Und da würde ich schon sagen, dass man da eher einen Vorteil hat in der Suche, wenn man das so machen würde. Laut einer Studie wird Voice Search immer wichtiger und könnte im Jahr 2030 bereits 37% des Umsatzes im E-Commerce ausmachen. Gibt es eine Möglichkeit, in Analytics oder in der Search Console herauszufinden, wie viele Leute bereits jetzt per Voice Search auf unserer Website landen? Oder müssen wir uns mit der Annahme begnügen, dass längere Keywords sehr wahrscheinlich per Voice eingereicht wurden? Gute Frage. Ich denke, das kommt immer mehr, gerade weil diese Studien immer häufiger kommen. Wie weit das wirklich für euch relevant ist, ist schwer zu sagen, weil viele von diesen Studien über Voice Search schauen natürlich alles Mögliche an, was über Voice gemacht wird. Das sind Sachen wie schalte das Licht an oder spiele dieses Lied auf Spotify oder was auch immer. All diese Sachen sind natürlich auch Voice-Anfragen, die kommen, aber das sind an und für sich nicht Sachen, die speziell mit einer Website verbunden sind oder zumindest in den meisten Fällen. Das heißt, man sieht sehr schnell, dass es viele Leute gibt, die Voice-Suchen machen, aber das heißt nicht unbedingt, dass das Voice-Anfragen wären, die zu eurer Website führen oder dass ihr da speziell etwas anders machen müsst mit eurer Website für diese Voice-Suchanfragen. In Search Console ist es im Moment so, dass die Voice-Suchanfragen, die, sag ich mal, über Voice als Art Tastatur für die Suche kommen, die sind dort vorhanden, aber die sind nicht separat verfügbar. Das heißt, wenn ich auf dem Handy das Mikrofonsymbol anklicke und dann meine Suchanfrage mache und eine Suchseite bekomme, dann ist das aus unserer Sicht eine normale Suche. Dann ist das nicht irgendwie spezielle Art zu suchen, sondern wirklich mit dem gleichen Such-App und einfach eine andere Art, die Suchanfrage einzugeben. Deswegen wird das aus unserer Sicht da nicht separat dargestellt. Anders ist es, wenn man direkt über Google Assistant geht oder über ein Google Home-Gerät geht und eine Frage stellt und dann kommt das Antwort, laut dieser Website ist das und das die Antwort und dann vielleicht wird noch ein Link auf das Handy geschickt, dass man die Seite selber anschauen kann. Diese Anfragen gehen über Assistant direkt und die sind im Moment nicht in Search Console verfügbar. Ich weiß nicht, wie sich das ändern wird im Laufe der Zeit. Ich vermute, dass das irgendwann mal kommen wird. Ich denke, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie oft solche Suchanfragen gemacht werden und wie weit das für Webmaster wirklich interessant sein könnte. Aus meiner Sicht würde ich sagen, dass man sich auch selber vielleicht mal diese verschiedenen Assistant-Devices mal zulegt. Einfach damit man das ein bisschen auch ausprobieren kann. Weil das ist etwas, was ich zumindest gemerkt habe, dass gerade bei Voice sind sehr viele Ideen da vorhanden, wie sich das verändern könnte, aber sehr wenig im Verhältnis, Personen, die das wirklich auch mal ausprobiert haben, sich überlegt haben, ja,
wie könnte das überhaupt gehen mit meiner Website und Voice? Es ist nicht so etwas Vages, dass auf einmal Traffic zur Website kommt und das geht alles über Voice, sondern man muss sich wirklich mal überlegen, ja, wie würde jemand überhaupt per Voice den Weg zu meiner Website finden und ein Produkt kaufen können? Es würde ja nicht jemand kommen und sagen, ich gehe auf diese Website mit dieser URL und dann suche dieses Produkt in dieser Variante aus und bestelle das, sodass ich das übermorgen habe. Sondern das ist schwierig, manchmal mit diesen Geräten umzugehen und da wirklich auch das herauszuholen, was man so haben will. Und da würde ich da vielleicht ein bisschen das Ganze, sag ich mal, kritischer anschauen und überlegen, wie man da wirklich mitmachen könnte oder wie man vielleicht etwas anderes machen könnte, das dann trotzdem auf Voice funktionieren würde. Oder was müsste man überhaupt umgestalten auf der eigenen Website, damit das besser geht mit Voice? Und ich denke, da sind noch sehr viele schwierige Fragen, die geklärt werden müssen. Und für den normalen Benutzer gibt es noch einen langen Weg, bis man da sagen kann, dass E-Commerce oder für Websites insgesamt, dass man da speziell etwas machen kann und dass man da genau weiß, was man machen kann. Sondern das gibt noch, denke ich, schon noch eine längere Zeit, wo einfach sehr viel experimentiert wird. Werden die Impressionen von Google News Oneboxen ebenfalls in Search Console mitgezählt? Ich habe das kurz mit dem Team vorher mal angeschaut und bei Google News ist es ja so, dass man die spezielle Google News Oberfläche hat und dass manchmal News-Ergebnisse in den Suchergebnissen auch eingeblendet werden. Die Sachen, die in der normalen Google News Umgebung dargestellt werden, die sind nicht in Search Console. Aber alles, was in der normalen Google Websuche Website dargestellt werden, das wird über Search Console gezählt. Das heißt, wenn ich in den normalen Suchergebnissen oben irgendwie ein Onebox habe mit verschiedenen News-Seiten, das wird gezählt. Wenn man speziell auf diese News-Funktion in der Suche geht, das wird dann nicht gezählt. Und von der Position und von den Impressionen ist es so, dass wir da einen Hilfeartikel haben, welches ziemlich genau in die Details geht, wie was gezählt wird. Das heißt, wenn ich jetzt im Karussell bin, oben, wie wird das gezählt, ab wann wird das gezählt, muss ich da irgendwie die Seite in quasi sichtbar haben im Blickfeld oder nicht. Das ist alles relativ detailliert in diesem Hilfeartikel dargestellt. Ich kenne eine Website, die auf der Startseite beim initialen Besuch der Seite ein riesiges MP4-Video automatisch abspielt mit lauter Musik. Inhaltlich ist es schon relevant, da das Video auf das Unternehmen selbst eingeht. Aus User-Sicht ist das Ganze jedoch ziemlich nervend. Auf Mobile startet das Video übrigens nicht selbstständig. Gibt es hier eine konkrete Empfehlung, wie man mit automatisch startenden Videos umgehen sollte? Aus Sicht der Websuche haben wir da eigentlich nicht spezielle Empfehlungen. Das heißt, man kann das machen, wie man will. Es gibt sicher viele, denen das nervt, wie jetzt hier bei dieser Frage. Vielleicht gibt es Situationen, wo es Sinn macht, dass man das so macht. Ich vermute gerade mit Musik, mit Audio dabei, ist das natürlich ein bisschen nervig, wenn das automatisch losgeht und man das nicht erwartet. Und dementsprechend ist es so, dass man vielleicht indirekt irgendwelche Veränderungen hat in der Suche, die man dann da sieht. Das heißt, wenn man Benutzer natürlich abschreckt, die eigene Website anzuschauen, dann wird es vielleicht auch so sein, dass sie entsprechend weniger zur Website verlinken oder dass sie die weniger weiterempfehlen. Und das sind dann einfach indirekte Sachen, die wir vielleicht aufrufen können, aber direkt in der Suche ist es nicht so, dass wir da quasi automatisch startende Videos mit Audio als negatives Signal sehen würden. Aber was natürlich passieren kann, was manchmal auch dabei kommt, gerade aus der Webmaster-Sicht, ist, dass wenn wir erkennen können, dass ein Video eine große Rolle spielt auf einer Seite, dann zeigen wir das oft mit einem Video-Thumbnail in den Suchergebnissen.
Das heißt, wir haben dann das Bild nebendran mit dem Play-Symbol, damit Benutzer, wenn sie auf diesen Suchergebnis gehen, dass sie da relativ früh schon wissen, dass auch ein Video dabei ist. Einerseits ist das für Besucher natürlich interessant, für Webmaster kann das auch interessant sein. Es gibt aber auch Situationen, wo Webmaster sagen, das möchte ich nicht haben. Wenn ich zum Beispiel eine Firmeninformationsseite habe und daneben ein Thumbnail mit einem Video, dann könnte das so aussehen, als ob das wie eine Videoseite ist und nicht eigentlich eine Firmeninformationsseite. Und da gibt es dann manchmal auch Situationen vom Webmaster her, dass man sagt, ich nehme lieber das Video weg, damit ich diesen Video-Thumbnail nicht habe. Oder ich finde das toll mit dem Video-Thumbnail, weil dann Besucher relativ schnell schon sehen, was präsentiert wird. Und das ist dann eher, sag ich mal, eine direktere Entscheidung, die der Webmaster treffen kann. Möchte ich ein Video-Thumbnail oder möchte ich keins haben? Zwei strategische Fragen. Für einen Kunden aus dem Medizinbereich, der seit dem Medic-Updates kontinuierlich an Sichtbarkeit verloren hat. Der Kunde hat Praxen an 7 verschiedenen Standorten. Jeder Standort hat seine eigene Website und diese sind untereinander verlinkt. Macht es mittelfristig Sinn, diese Webseiten so weiterzuführen oder wäre es zu empfehlen, eine eigene Brandseite aufzubauen, die dann aus EAT-Sicht, also wie übersetzt man das auf Deutsch? Expertise, Authority, Trustworthiness, durch den Brand dann Vorteile hätte und der gesamte Content an einem Ort konzentriert und dadurch ausführlicher aufgebaut werden könnte. Ich würde vermuten, dass es insgesamt gerade für diese EAT-Signale macht das vielleicht ein bisschen Sinn, dass man das ein bisschen konzentriert. Aber wahrscheinlich ist das eher nebensächlich. Ich könnte mir vorstellen, dass es insgesamt aus SEO-Sicht aber Sinn machen würde, dass man eine starke Website hat, statt dass man verschiedene einzelne kleinere Websites hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele dieser Filialen da sind. Ah, 7 steht. 7 Filialen. Bei 7 Filialen könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht die 7 Versionen separat führt. Wenn man viel mehr hat, dann ist es irgendwie fast so, dass man die ganzen Inhalte ein bisschen verdünnt und dass die eigenen einzelnen Websites dann nicht mehr so stark sind, wie sie eigentlich sein könnten. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es Sinn machen würde, dass man das Ganze konzentriert und sagt, das ist jetzt unsere Hauptfirmenwebsite und wir haben Standorte in diesen verschiedenen Punkten, aber dass man die Hauptinhalte für die Firma an und für sich gemeinsam aufbaut. Das heißt nicht, dass sie jeder dieser 7 Standorte, sage ich mal, Informationsbereiche für diese medizinischen Techniken, die da ausgeführt werden, aufbauen muss oder Hintergrundinformationen aufbauen muss, sondern dass man wirklich eine starke Website hat, die all diese Informationen hat, die dann auch an und für sich in den Suchergebnissen relativ stark präsent sein kann, weil es ja klar ist, dass alles wirklich konzentriert ist auf dieser Website. Und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass es Sinn macht, dass man das ein bisschen konzentriert, statt dass man das so aufteilt. Ich denke, gerade bei 7 ist es vielleicht ein bisschen an der Grenze, dass man sagt, ja, 7 Websites könnte man noch einigermaßen aufbauen. 7 ist auch schon relativ viel, aber gerade wenn man auch vorhat, dass man das weiter aufbaut, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das eher in eine starke einzelne Website aufbaut, statt dass man noch mehr weitere Filialen aufbaut. Die Seiten haben grundsätzlich dasselbe Design und denselben Code im Grundaufbau. Siehst du hierbei aus SEO-Sicht einen Nachteil für die Bewertung der Seiten oder hat die Ähnlichkeit des Codes keine größere Auswirkung auf die Rankings? Die Ähnlichkeit vom Code hat eigentlich keine größeren Auswirkungen, aber eben wie gesagt, es ist einfach so, dass wenn man diese Inhalte dupliziert und auf verschiedenen Websites bringt, dann ist es wie, dass man die Signale auch ein bisschen verdünnt und dass die einzelnen Versionen dann nicht so stark in den Suchergebnissen erscheinen, wie das vielleicht sein würde, wenn man jetzt wirklich eine starke eigene Website hätte, im Vergleich zu diesen 7 einzelnen, die da wären.
Ich möchte eine Website in unterschiedlichen Ländern gut in den Suchergebnissen gefunden werden. Sollten wir die entsprechenden Top-Level-Domains benutzen, also example.de oder co.uk, fr, oder macht eine tldb.com und Unterverzeichnisse für de, en, fr mehr Sinn? Aus unserer Sicht kann man das mit beiden machen. Das heißt, man könnte auch mit Subdomains arbeiten, an und für sich. Ist es so, dass wir für Geotargeting bei länderspezifischen Top-Level-Domains machen wir das Geotargeting selber? Und ist es so, dass man das selber nicht ändern kann? Das heißt, wenn ich einen .de-Domain habe, dann ist es automatisch aus unserer Sicht für Deutschland per Geotargeting eingerichtet. Ihr müsst da nichts machen. Ihr könnt aber auch nichts machen. Ihr könnt da nicht sagen, DE, mein DE-Domain soll auf, sage ich mal, Irland ausgerichtet werden, sondern ihr seid automatisch für Deutschland eingereicht. Mit einem generischen Top-Level-Domain könnt ihr das selber einstellen. Einerseits mit den Unterverzeichnissen, andererseits mit Subdomains, wie gesagt, könnt ihr eigentlich mit beiden machen. Wenn ihr mit Unterverzeichnissen arbeitet, dann habt ihr wieder ein bisschen mehr die Situation, dass ihr einen starken Domain habt, statt dass ihr verschiedene einzelne Domains habt. Das ist unter Umständen ein Vorteil. Manchmal gibt es aber auch sehr starke Marketinggründe, warum man sagt, ich möchte lieber einen länderspezifischen Top-Level-Domain. Das heißt, in manchen Ländern ist es ja so, dass man da vielleicht sagt, ich möchte wirklich Inhalte aus meinem Land haben. Und das sieht man ja sehr schnell mit einem eigenen Top-Level-Domain. Das heißt, wenn da FR steht, kann man wirklich davon ausgehen, dass es wirklich von Frankreich oder zumindest für Frankreich ausgerichtet ist. Hingegen, wenn da irgendein langer Firmenname.com und dann irgendwo versteckt noch weiter hinten FR steht, dann sieht man das ja nicht so schnell. Und solche Marketingüberlegungen sind manchmal stärker, manchmal weniger stark. Und das sind Sachen, die wir aus SEO-Sicht an und für sich nicht groß beurteilen können oder nicht groß für euch Empfehlungen machen können, sondern das müsst ihr selber einfach mal überprüfen. Macht es Sinn, dass man mit den länderspezifischen Domain arbeitet? Ist das kritisch für unsere Kunden oder ist das vielleicht weniger kritisch? Eben aus SEO-Sicht kann man da beide Varianten machen. Dann geht es weiter. Was ist denn Best Practice, wenn in unterschiedlichen Ländern die gleiche Sprache gesprochen wird, beispielsweise Großbritannien und Irland? Sollte ich dann inhaltsgleiche Bereiche aufbauen und dann per Hreflang arbeiten oder mit dem Canonical? Wie macht man das am besten? Aus meiner Sicht kann man das, also man kann das auf jeden Fall in beide Varianten machen. Entweder, dass man eine Sprachvariante aufbaut und die dann für alle Länder verfügbar macht, oder dass man verschiedene länderspezifische Versionen aufbaut, die eigentlich die gleichen Texte haben. Das ist ja auch sehr, sehr normal, zum Beispiel über Deutschland, Österreich und Schweiz. Nimmt man an und für sich schneller mal, gerade wenn man Produkte hat, nimmt man die gleiche Produktebeschreibung, die Beschreibung ist ja nicht anders, nur weil jemand in Österreich oder in Deutschland jetzt sitzt. Was da einfach oft passiert aus unserer Seite, ist, dass wir erkennen, dass die Inhalte gleich sind. Und wenn wir erkennen, dass die Inhalte gleich sind, dann kann es sein, dass wir die Sachen zusammenklappen und sagen, das ist jetzt eine Seite. Per Hreflang können wir die verschiedenen URLs noch dazu nehmen und können die entsprechend wieder auseinandernehmen, nachher in den Suchergebnissen. Aber für die Indexierung nehmen wir eine dieser Varianten. Und was dann passiert, ist einerseits in Search Console nehmen wir die Canonical URL für die ganzen Daten. Das heißt, wenn ich einmal .de habe und einmal .at, dann nehmen wir vielleicht, sage ich mal, die DE-Version aus Canonical für einzelne dieser Seiten. Und alle Daten, die wir für diese Seiten haben, haben wir dann in Search Console in der DE-Version. Und wenn man die AT-Version anschaut, in Search Console sieht man da so gut wie nichts, weil alles ja mit der Canonical-Version an und für sich aufgeführt wird. In den Suchergebnissen selber mit Hreflang können wir die URLs dann wieder austauschen. Das heißt, für normale Benutzer macht das wenig Unterschied.
Aber für den Webmaster, jemand, der das Ganze überwachen will, da ist es auf einmal wieder recht verwirrend. Das heißt, aus meiner Sicht, man kann das machen, dass man die gleichen Inhalte nimmt für unterschiedliche Länder. Ich würde eher empfehlen, dass man für wichtige Informationen wirklich auch eigene Inhalte nimmt für einzelne Länder. Dann ist es einerseits für die Benutzer klarer, dass das wirklich für mein Land jetzt abgestimmt ist. Andererseits in der Suche würden wir die auch viel weniger zusammenklappen und entsprechend in Search Console sieht man dann die Daten viel schneller auch unterschiedlicher für die einzelnen Länderversionen. Man kann aber auch genauso gut sagen, ich habe jetzt eine deutsche Version und das ist jetzt eine starke Version, die einfach auf Deutsch ist. Die ist verfügbar für verschiedene Länder. Das ist an für sich auch okay. Könnte ich eine Frage stellen? Ja, natürlich. Also, du hattest ja in irgendeinem letzten Hangout gesagt, dass ihr auf jeden Fall eine CH-Domain in der Schweiz höher rankt. Ein bisschen höher. Jetzt ist es so, dass ich in der Search-Konsole für unsere .com-Domain kein Land angegeben habe. Also, es ist eigentlich ausgerichtet auf Frankreich. Wenn ich es jetzt ausrichten würde auf Frankreich, die .com-Domain, würde ich dann bessere Ergebnisse in Frankreich erzielen oder nicht? Vielleicht. Okay. Ja, das Schwierige ist, gerade mit der Länderausrichtung ist es so, dass wir versuchen zu erkennen, wenn der Benutzer etwas Länderspezifisches sucht. Das heißt, wenn man zum Beispiel einfach insgesamt Informationen über Länderflaggen haben möchte, dann können wir vielleicht anhand der Suche erkennen, das ist in dieser Sprache, aber wir vermuten vielleicht, das sind einfach Informationsanfragen, welche Länderflaggen gibt es oder solche Sachen. Und dann ist es so, dass wir sagen würden, da ist der Standort von der Webseite, die Ausrichtung von der Webseite weniger wichtig. Wenn wir hingegen erkennen können, dass der Benutzer wirklich etwas Länderspezifisches sucht, das heißt zum Beispiel in deinem Fall, jemand sucht nach Länderflagge so und so kaufen, dann können wir davon ausgehen, dass das wirklich etwas Länderspezifisches gesucht wird. Und dann würden wir mit dem Geotargeting die Länderversion ein bisschen höher zeigen in den Suchergebnissen. Das Ich hab's. Ich kann hab's. die Länderdomain sein oder es kann auch eine generische Domain sein, die mit der Ausrichtung auf das Land ist. Also ich habe es weggelassen, da wir auch Kunden in Belgien haben, in Kanada. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, .com ist einfach für alles, also nur für die französische Sprache eigentlich gedacht. Sollte ich das denn ausprobieren? Einfach mal schauen, vielleicht einen Monat und auf Frankreich ausrichten? Weil unsere meisten Kunden sind in Frankreich eigentlich. Ja, also ich würde es mal ausprobieren. Ja. Ich vermute, wenn du die Einstellung machst für Frankreich, dann siehst du, dass es ein bisschen mehr in Frankreich wahrscheinlich ein bisschen zunehmend da und vielleicht, dass es in den anderen Ländern ein bisschen abnimmt. Wie weit das bei den anderen Ländern, das, sag ich mal, ganz verschwindet, lässt sich schwer sagen. Ich vermute, dass es trotzdem noch wie eine generische Website dort ranken würde. Das heißt, ihr habt dann einfach nicht den Vorteil, sag ich jetzt mal, in Belgien oder in Kanada, dass man das als lokale Website anschauen würde. Macht wahrscheinlich auch so Sinn. Okay, danke. Dann geht es da noch weiter. Machen in dem Fall Markups für Structured Data, zum Beispiel für Google Jobs, Sinn auf Seiten, die per Canonical auf andere verweisen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Google Jobs gehandhabt wird. Von dem her kann ich gerade zu Google Jobs nicht wahnsinnig viel sagen. Aber insgesamt, wenn man mit verschiedenen Länderversionen arbeitet und dann ein Canonical setzt, dann ist es so, dass wir uns wirklich nur auf diese Länderversion, also auf diese Canonical-Version konzentrieren. Das heißt, wenn ich jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz habe und ich sage, von Österreich ist der Canonical die Deutschland-Version, dann würden wir wirklich nur die Deutschland-Version indexieren. Das heißt, die ganze Structured Data, die ganzen Informationen auf der Version für Österreich, das würde an und für sich gar nicht berücksichtigt werden, sondern wir indexieren dann nur die Version für Deutschland.
Das heißt, einerseits könnte man sich das sparen, andererseits würde ich in einem solchen Fall nicht per RHEL Canonical arbeiten, weil dann wirklich die einzelnen Länderversionen ganz verschwinden würden. Gibt es eine ungefähre Zeitangabe, wie lange der Google Crawler wartet, bis eine Website bzw. Sitemap geladen ist, sodass er die Daten abrufen kann? Ich glaube nicht, dass wir da eine spezielle Zeitangabe haben. Es hängt ein bisschen davon ab, denke ich mal, von der Website selber. Was wir in der Regel versuchen zu vermeiden, ist, dass wir allzu viele gleichzeitige Anfragen offen haben bei einer Website. Das heißt, wenn alle Seiten beim Crawling sehr lange brauchen, bis wir die HTML-Version zurückkriegen oder die Inhalte dieser Seite zurückkriegen, dann wird es so sein, dass wir einfach weniger crawlen von dieser Website. Aber insgesamt für die Indexierung ist es so, dass Google relativ flexibel ist mit der Zeit, die es dafür braucht. Wir sind ja auch nicht unbedingt unter Zeitdruck für den einzelnen Websites. Das heißt, wenn wir eine Sitemap-Datei abrufen, dann und es geht, sag ich mal, im schlimmsten Fall eine Minute oder zwei, bis die Sitemap-Datei heruntergeladen werden kann, dann warten wir halt die Zeit, bis wir das heruntergeladen haben und bis wir das weiterverarbeiten können. Von dem her ist es nicht so, dass das unbedingt negativ ist, aber ich würde gerade bei den normalen HTML-Seiten, die da verfügbar sind, die ganzen Inhalte dort, würde ich schon schauen, dass das relativ schnell kommt, weil wenn wir eben, wie gesagt, wenn wir sehen, dass wir mit vielen Anfragen hängen beim Crawling, dann werden wir da entsprechend auch weniger crawlen von dieser Website. Auf google.de hat sich die Schriftgröße geändert. Bleibt das jetzt so groß? Weiß ich nicht. So wie ich das sehe, ist es so, dass das UI-Team bei Google arbeitet natürlich auch weiterhin. Sie machen sehr viel A/B-Testing und manches dieser Tests führen dann zu Veränderungen in der Suche, aber oft ist es ja so, dass diese Veränderungen eigentlich nur temporär sind und irgendwann kommt das Nächste. Von dem her, so wie ich das sehe, ist das jetzt überall erschienen. Ich denke, das bleibt jetzt erstmal so. Wie sich das längerfristig verändert, keine Ahnung. Eine Frage dazu, sollte ich denn jetzt reagieren und unsere Titel verkleinern, weil unsere Titel werden jetzt halt mit Pünktchen angezeigt und sieht nicht mehr gut aus in der Suche. Ja. Willst du sagen, reagieren oder eher warten? Wenn es jetzt noch 2 Wochen dauert, würde ich jetzt natürlich warten, aber wenn du sagst, für die nächsten 6 Monate wird es erstmal so bleiben, dann würde ich es natürlich ändern. Ich habe keine Ahnung, wie lange die bleiben. Was in der Regel passiert, gerade mit den Titels, ist ja so, wir passen die Titel ja automatisch auch an in der Suche. Und gerade wenn wir größere Umstellungen im UI-Bereich machen für die Titels, dann ist es oft so, dass wir die alte Länge erstmal indexiert haben und die angepassten Titel für die alte Länge optimiert haben und dann wird das halt abgeschnitten mit Pünktchen, Pünktchen am Ende. Wenn wir die Seiten neu verarbeiten, dann berechnen wir an für sich die neuen Titel für die Seiten und dann wird die Länge wieder richtig angepasst. Das heißt, was wahrscheinlich jetzt passiert, ist, dass, sag ich mal, in den nächsten Wochen oder so werden diese Seiten zum großen Teil neu verarbeitet werden. Die neuen Titel werden bestimmt und die Titel sind dann wieder ohne Pünktchen am Ende, weil die an die neue Länge angepasst sind. Das wird ja automatisch gemacht, aber wenn du natürlich Vorstellungen hast, wie du am liebsten die Titels haben möchtest und du weißt am besten, wie man die kürzer machen könnte, dann würde ich das einfach an deiner Stelle direkt machen. Dann musst du nicht darauf warten, dass Google etwas neu bestimmt und da, sag ich mal, einzelne Wörter weglassen kann oder das kürzer machen kann, sondern das kannst du ja selber auch in die Hand nehmen. Sind die Titel denn genauso wie früher? Also ihr hattet ja irgendwann mal die Titel länger gemacht und jetzt sieht es so aus wie vor 5 Jahren oder wann das war? Kann das sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nicht. Also mir persönlich gefällt es nicht. Ich weiß nicht. Ist zu groß irgendwie, aber okay. Okay.
Ja, ich höre auch nur Feedback von Leuten, denen es nicht gefällt, aber vielleicht ist es so, dass die anderen halt nichts Die sagen. merken es nicht. Die anderen merken es nicht. Wenn ich meine Mutter frage, die merkt es nicht. Also Ja. ist so. Naja, okay. Ich denke, mit der Titellänge ist es auch so, dass wir irgendwann mal gewechselt haben, dass es auch unterschiedlich lang sein kann. Das heißt, manche Seiten haben längere Titel, so sag ich mal über zwei Zeilen hinweg, und andere haben dann nur einen kürzeren Titel. Ich denke, das ist wahrscheinlich schon noch weiterhin so, aber ob das jetzt ähnlich ist wie früher, weiß ich nicht. Okay. Darf ich da noch eine Frage dazu stellen? Ja. Gibt es denn irgendwie ich weiß nicht, ein Schreiben, das aussagt, wie viel Platz jetzt ist in Pixeln oder Zeichen? Eigentlich nicht. Es ist so, dass wir gerade für den Titel und für die Suchergebnisse ist es so, dass wir an und für sich keine optimale Länge angeben. Dass wir sagen, ihr müsst auf das hin optimieren, weder für die Anzahl Buchstaben noch die Pixellänge. Dann da noch eine Frage zu Google für Jobs. Ich glaube, das muss ich da an das Thema weitergeben. Und was haben wir da noch? Wie geht Google mit Webseiten, Webshops um, die pornografisches bzw. erotisches Bildmaterial verwenden? Kann man beispielsweise für ein Erotikprodukt ein Rich Snippet mit Bild erhalten? Oder hat Google eine Art Jugendschutzfilter? Gerade für die Rich Results, also die ganzen Zusatzergebnisse, die man einrichten kann mit den Structured Data, ist es so, dass in unseren Richtlinien an für sich steht, dass man die nicht für Adult Content verwenden soll. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch da genau formuliert wird, aber in den Rich Snippet Guidelines müsste das so entsprechend drin sein. Das heißt, an und für sich würde ich schauen, dass man da nicht Structured Data verwendet für diese Sachen. Ist es auch so, dass unsere Systeme eine Art, wie heißt es, Safe Search Filter haben. Das heißt, dass sie automatisch die Rich Results von solchen Websites dann gar nicht erst darstellen würden. Und in der Regel ist es so, dass wir das auf Website-Ebene machen oder auf größeren Teilen der Website. Das heißt, wenn ihr Teile der Website habt, die, sag ich mal, für Erwachsene sind und Teile, die für den allgemeinen Benutzer verfügbar sind, würde ich einfach schauen, dass man die wirklich sehr klar unterscheiden kann. Am besten über die URL selber, dass wir genau wissen, dieser Abschnitt der URL, ein Unterverzeichnis oder ein Subdomain, das ist etwas, was wir mit Safe Search entsprechend labeln können. Und der andere Teil ist etwas, was wir ohne Safe Search herausliefern können. Das ist manchmal nicht einfach machbar. Und gerade bei einem Shop, das verschiedene Produkte hat, ist es ja nicht so, dass man da wirklich mit Unterverzeichnissen arbeiten kann und sagen kann, das ist jetzt so und das ist so, sondern es ist alles im gleichen Produktebereich. Da lohnt es sich, unter Umständen zu überlegen, ob man das ganz trennen möchte auf unterschiedliche Websites oder ob man einfach sagen möchte, gut, ich habe halt unterschiedliche Inhalte und wenn die mit Safe Search gefiltert werden, ist das auch nicht das Ende der Welt. Weil in der Regel jemand, der nach solchen Produkten sucht, der wird ja auch daran denken, dass man Safe Search auch ausschalten kann. Mal schauen, ob da noch neuere Sachen gekommen sind. Oder gibt es vielleicht aus eurer Sicht noch irgendwelche Fragen? Da haben wir noch etwas Neueres. Ich habe eine 20 Jahre alte Domain übernommen und von Typo3 auf WordPress umgestellt und muss nun die Linkstruktur von mehr als 2000 Beiträgen und vor allem die Links neu aufbauen. Auf was soll ich achten, um die alten Rankings nicht zu verlieren? Linkstruktur, Codebereinigung und so weiter. Ich
Also was ich da an erster Stelle machen würde, bevor man da groß etwas umstellt, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu spät ist, dass man wirklich auch ein klares Verzeichnis hat von den alten Inhalten. Das heißt, am besten eine Liste aller URLs und vielleicht aller Inhalte, die da verfügbar waren, damit man das längerfristig auch vergleichen kann. Und dann, wenn man die interne Struktur der Website umstellen muss, dann würde ich schauen, dass man wirklich eine 1:1 Weiterleitung von all den alten URLs zu den neuen URLs hat. Einfach damit man sicher ist, dass alles, was mit den alten URLs irgendwie verbunden war, auf den neuen URLs weitergeleitet wird. Und das betrifft nicht nur die HTML-Seiten, sondern auch alle eingebundenen Inhalte, Sachen wie PDFs auch, die vielleicht verlinkt werden, die JavaScript-Dateien, die CSS-Dateien, die Bilder, die eingebunden waren, dass all diese URLs auch weitergeleitet werden an die neuen URLs. Die Idee dabei ist, dass wenn wir eine ältere HTML-Seite irgendwie in unserem Cache haben und die neu rendern wollen, dass wir da dann nicht hängen bleiben, dass wir da trotzdem diese Seite rendern können, dass die Bilder weitergeleitet werden, dass wir einfach die neue URL direkt verfügbar haben in diesen Dateien. Und je eher man das machen kann, umso eher können wir dann wirklich die alten Signale beibehalten und an und für sich alles möglichst 1:1 so weiterverwenden. Was ich dann längerfristig auch machen würde, ist mit einem Website-Crawler die ganze neue Domain mal durchgehen und wirklich kontrollieren, dass alle internen Links auch angepasst worden sind, dass er möglichst wenig über verschiedene Redirect-Stufen geleitet wird, sondern dass es wirklich möglichst alles sauber weitergeleitet wird und nicht, dass man dann irgendwo noch 404-Bereiche hat, die irgendwie hängen geblieben sind. Wenn man einen Crawler drüber laufen lässt, dann sieht man auch sehr schnell, ob die Linkstruktur innerhalb der Website ähnlich ist wie vorher. Das heißt, solche Sachen wie, dass alle Seiten irgendwie gefunden werden über die Links, dass vielleicht die Anchor-Tags innerhalb der Website ähnlich sind, obwohl ich vielleicht das Template ganz umgestellt habe. Was ich vielleicht auch überlegen würde, ist, ob man irgendwie vermeiden kann, dass sich die URL-Struktur verändert. Weil wenn man das machen kann, dass man die alten URLs beibehalten kann, dann spart man sich sehr viel mit den ganzen Redirects. Da muss man sich nicht so viel Gedanken machen mit dem ganzen Crawling, mit der Indexierung der alten Inhalte. Dann weiß man ja, dass das an für sich so weitergeht. Manchmal lässt sich das machen, dass man da eine Art Struktur dazwischen einbaut, dass die neuen Inhalte über die alten URLs aufrufbar sind. Manchmal ist das sehr aufwendig und da muss man halt mit Redirects arbeiten. Auf jeden Fall würde ich sagen, auch wenn man alles hundertprozentig korrekt macht mit Weiterleitung, mit Neuaufbau, mit der internen Verlinkung, dass es einigermaßen funktioniert, lässt sich nicht garantieren, dass alles 1:1 weiterläuft in der Suche. Weil wenn wir erkennen können, dass es größere Umstellungen gegeben hat auf einer Website, dann versuchen wir das halt zu berücksichtigen. Und das kann sein, dass es da ein bisschen weniger gut dasteht am Ende. Es kann auch natürlich sein, dass es ein bisschen besser dasteht am Ende. Das ist ja auch manchmal ein bisschen das Ziel mit einer Umstrukturierung der Website, dass man da ein bisschen besser dasteht in der Suche am Ende. Aber auf jeden Fall ist das erste Mal viel Arbeit und viele Sachen, wo man auf die Details achten muss und schauen muss, dass wirklich alles 1:1 weitergeleitet wird und wieder verfügbar ist wie vorher. Dankeschön, das war meine Frage. Super. Kann ich noch was dazu sagen? Also, ja. Also deine Antwort war schon ungefähr das, was ich gemacht habe in dem Bereich. Also ich habe ja mir die ganze Seite auch aus Wayback Machine zum Beispiel, schaue ich immer noch parallel noch nach, welche Seite war da gelinkt zum Beispiel, wie hieß der Link. Ich habe auch Weiterleitung, also 301 Weiterleitung gemacht von den alten Links zu den neuen Links, weil das ist nicht möglich, dass man die alte Leuchtstruktur so macht, weil das ja Typo 3 hat eine andere Linkstruktur mit 1, Minus und dann eine Nummer hinten dran und dann HTML. Dann gab es Verschachtelung innerhalb von der Seite zum Beispiel noch zu anderen Artikeln. Und ich habe aber gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es so scheint zu funktionieren, wie ich es mache. Also ich habe die ganze Zeit gescrollt, ich habe meine ganzen Rankings, ich habe über 10.000 Rankings in Google mittlerweile.
durch die alte Seite, schaue ich mir die ganzen alten Seiten an und tue dann eins zu eins quasi die Seiten anschauen, mir übernehmen, den Link neu machen und dann die Sachen bereinigen, weil die hat zum Beispiel auch Keywords angegeben, also Optimierung nach mehreren Keywords angeben und das in einer Liste mit 5, 6, 7, 8, 9 Keywords als Hauptkeyword und das muss ich alles bereinigen. Dann hat sie einen alten Code drin zum Beispiel, dann hat sie einen alten Google AdSense Code drin, den ich rausnehmen muss, also ich muss den sämtlichen HTML-Code bereinigen und bei 2000, das sind zwei Domains, bei insgesamt 5000 Beiträge, ziemlich viel Arbeit. Eine Frage dazu, wie lange wird es ungefähr dauern, bis die Seite so halbwegs wieder im Google drin ist, sozusagen, wie sie vorher war? Also die ist wirklich gut gerankt, wie gesagt, 20 Jahre alt und die liefern wir gut, auch bei AdSense lief die sehr gut und hat dadurch Einbuße jetzt genommen, weil die hat nie auf mobile First Wert gelegt, für 4 Jahre keine Aktualisierung mehr gemacht von Typo 3. Deswegen habe ich mich entschieden für WordPress, weil ich halt WordPress schon seit Jahren mache. Ich mich mit Typo 3 nie ausgegangen habe, okay, ich mache das jetzt, ich tue den Weg gehen. Macht das WordPress und ich merke, es geht langsam wieder aufwärts, aber da hat er schaffen, Einnahmen verloren dadurch. Wie lange wird es ungefähr dauern, bis die Seite ungefähr wieder vielleicht auf dem alten Stand ist, von wie es vorher war? Gibt es irgendwelche Tipps dazu, was ich noch beachten kann oder in der Richtung? Ich denke, du machst eigentlich schon alles soweit richtig. Ich denke, das klingt alles sehr gut. Zeitlich lässt sich das gar nicht sagen, wie lange das gehen wird. Es kann auch sein, dass sich Sachen im Bereich vom Google-Algorithmus auch verändert haben im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn das jetzt, sag ich mal, eine medizinische Website ist und die jetzt mit diesen letzten paar Updates irgendwie sowieso anders gerankt wäre, dann lässt sich das schlecht vergleichen, wie das Ranking heute ist und wie das Ranking vor einem Jahr war, auch wenn die Website 1:1 gleich bleibt. Aber ich denke, die ganzen technischen Sachen sind sicher mal Sachen, die man mal bereinigen muss, die alten Codes rausnehmen, dass die Links alle funktionieren. Und dann ist es eher eine Frage der Zeit, bis sich alles ein bisschen wieder, sag ich mal, zurückkommt und auch eine Frage vom sag ich mal, Weiterbeleben, wie man die Website sonst irgendwie weitertreiben kann, wieder aktualisieren kann, dass die Inhalte wieder aktuell sind, dass Benutzer die entsprechend auch auffinden und dann wieder weiterempfehlen, all solche Sachen. Noch eine Frage dazu. Wenn ich jetzt meinetwegen 10 Beiträge neu mache, ja, ist es notwendig, dass ich die Sitemap jedes Mal wieder neu hochlade oder ist es überhaupt notwendig, die Sitemap neu hochzuladen oder wird das automatisch von Google dann, wenn ich die mal eingetragen habe, aktualisiert? Ich benutze ja die SEO Yoast von Yoast mit der Sitemap. Muss ich die neu hochladen, wenn ich eine Aktualisierung gemacht habe, meinetwegen von 10 oder 20 neuen Beiträgen oder wird das alles automatisch abgearbeitet? Oder normalerweise geht das automatisch. Normalerweise, ja. Bei WordPress gibt es ja die RSS-Feeds, die werden automatisch erstellt und eingereicht. Und ich glaube, mit dem Yoast-Plugin oder mit anderen Sitemaps-Plugins werden die Sitemap-Dateien automatisch erstellt und automatisch eingereicht. Das heißt, du musst da nicht in Search Console von Hand irgendwas noch zusätzlich machen. Okay, danke schön. Cool. In den Fragen, in den Kommentaren hat es noch, spielen Social Signals noch eine Rolle für das Ranking? Aus unserer Sicht nicht. Das heißt, ich glaube, ziemlich alle, sag ich mal, User-Generated Content, Social Websites haben ja den Rel No-Follow bei den Links und dementsprechend würden wir die sowieso alle ignorieren. Aus SEO-Sicht ist es natürlich so, dass wir die nicht als direkte Signale dazu nehmen, aber indirekt kann das natürlich trotzdem sinnvoll sein, dass man die Website so ein bisschen ein breiteres Publikum bringt. Und dann könnte es natürlich schon sein, dass die dann auch separat verlinken zur Website und dementsprechend, dass es besser für die Website ist. Insgesamt, wenn man mit den ganzen Social Networks aktiv ist, aber es ist nicht so, dass wir da das als direkten Faktor dazu nehmen würden. Okay. Ich denke, zeitlich sind wir ziemlich am Ende und Fragen hat es da sonst keine mehr drin. Gibt es vielleicht? Entschuldigung. Ich hatte da eine Frage eingestellt. Ja. Magst du mal schauen, die müsste da in dem YouTube-Kommentarfeld sein, ganz unten. Oder ja, okay. Sag sie sonst einfach kurz. Es sind 3 Fragen, aber ich muss dann gerade nochmal auf die Seite gehen. Vielleicht mal aktualisieren, also Georg ist der Name. Ah, okay.
Verstoßen Links, die über einen Kumpel gewährt werden, ohne Bezahlung gegen Google-Richtlinien, sollten sie besser disavowed werden. In der Regel sind das, sag ich mal, Kleinigkeiten, auf die wir nicht groß achten würden. Ich denke, wenn das im größeren Rahmen getrieben wird, dann wäre das vielleicht etwas, was unser Web-Spam-Team sehen würde und darauf reagieren würde. Aber wenn das, sag ich mal, einfach Kollegen sind, die eure Website weiterempfehlen, ist das an und für sich keine große Sache. Sollten Links auf Verzeichnisseiten unter Umständen Zig-Links pro Seite besser auf Follow gesetzt werden, wenn die gelisteten Firmen vertrauenswürdig sind? Das ist an und für sich euch überlassen. Also wenn du ein Website-Verzeichnis betreibst, ist das an und für sich ja, euch überlassen, wie ihr das handhaben wollt. Man kann das so oder so machen. Ich denke, gerade bei Verzeichnis-Websites ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil die einfach an Popularität ein bisschen verloren haben und nicht mehr so relevant sind in vielen Fällen. Verstoßen Follow-Backlinks im Rahmen einer Kooperation. Der Partner zahlt, nicht man selbst, gegen die Google-Richtlinien. Ja, an und für sich schon. Das heißt, egal ob du direkt jemanden zahlst für diesen Link oder ob du zum Beispiel einer Agentur etwas zahlst und die kaufen dann die Links, ist aus unserer Sicht an und für sich das Gleiche, dass der Link nur da ist, weil man da dieses finanzielle Verhältnis hat zwischen den beiden Websites. Ist das nächste Google-Update eher in Wochen oder in Monaten zu erwarten? Wir machen an und für sich Updates fast jeden Tag. Und manchmal ist es schwierig zu sagen, welches Update groß erscheint extern, welches Update klein erscheint. Von dem her lässt sich das schlecht sagen, wie schnell das kommt. Okay. Zeitlich haben wir es gerade geschafft. Gibt es eine Liste aller wichtigsten Ranking-Faktoren? Haben wir leider nicht. Extern gibt es verschiedene, die Ranking-Faktoren zusammenstellen, aber eine Liste direkt haben wir an und für sich nicht. Okay, cool. Dann machen wir vielleicht hier eine Pause. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die vielen Fragen. Sehen wir uns vielleicht in einem von den nächsten Hangouts wieder. Tschüss allerseits. Ciao, danke. Ciao.